Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Wer die letzte Folge gesehen hat, hat gesehen, dass wir mal wieder unser Schiff verloren haben. Aber da ich gut Sachen eingesammelt habe in der Zeit, Energiedinger und so weiter, hatte ich genug Ressourcen, um mir noch ein neues Schiff zu machen. Und von daher, ja, da ist es wieder unser Seaboat oder wie sie heißt. Fahrzeug, wie heißt es? Seemotte. Seemotte. Die Seemotte. So. Welcome aboard, Captain. Jetzt müssen wir nochmal schauen, weil ich habe auch zwei neue Blueprints freigeschaltet. Warte mal, ich sind ja hier. Ah nee, guck mal, wir haben noch ein bisschen mehr freigeschalten, sehe ich gerade. Energieeffizienzmodul, Seemotten-Solar-Ladegerät, Wirbeltorpedo. Erzeugt eine lokale, begrenzte Verzerrung der Gravitation. Lade es in einen Torpedobucht eines Fahrzeugs. Mhm. Prawn-Anzug, Sprungdüsen-Upgrade. Starke an der Hinterseite befestigte Düsen heben den Prawn-Anzug in die Luft. Aha. Rumpfverstärkung. Seemotten-Torpedosystem. Aha. Sonar. Gastorpedo. Druckkompensator Stufe 3, Stufe 2. Vorratsmodul, ein 4x4 Lageeinheit, Seemotten Prawn kompatibel. Fahrzeugmodifikationssystem, Bild. Überraschend bequem. Ja. Was ist das? Bioreaktor. Kompostiert Pflanzen zur Energieerzeugung. Hm. Okay. Ja, Schreibtisch weiß ich nicht. Fahrzeug und wir. Was könnte man denn mal machen? Ein Vorratsmodul könnte man herstellen, ne? Das wäre jetzt ideal. Das heißt, halt. Ich schwimme erstmal zu unserer Basis. Wo sind die nochmal? Oh, ich drücke mal E. Weil ich das, weil ich immer quasi mit Q und E möchte ich immer rollen. Das wird mir bestimmt irgendwann mal noch zum Verhängnis. Jetzt muss ich mal schauen, wo kann ich denn das bauen? Mobil, warte mal. Ja. Wie baue ich das jetzt? Tja, die gute Frage ist, wie baue ich denn das Ding jetzt? Das Lagersystem. Weil hier drin habe ich es ja jetzt nicht gefunden. Mobilfahrzeugstation, Signalboje, wasserdichter Lagerbehälter. Ausrüstung, Thermometer. Laserschneider. Schneidet Sachen auf. Konstruktionswerkzeug. Ich hatte doch irgendwo einen Diamant gehabt. Das habe ich nämlich, warte mal. Hier. Oh Mann, ich drücke immer das. Ich verstehe das nicht. Werkzeug. Laserbohrer. Gucken, was der macht.
Metallschrott. Den Metallschrott könnte man eigentlich zu Titan verarbeiten. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. So. Gut. Alter gekochter Bumerang. Essen wir am besten, weil noch haben wir genug Energie. So, der Laserschneider. Was macht denn der Schönes? 1, 2, 3, 3, 4. Okay. Ich dachte, es kommt jetzt ein netter Laserstrahl raus oder so. Gut, dann muss ich da nochmal nachgucken, was das Ding macht. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich hier was bauen kann für das Fahrzeug. Kann ich das eventuell hier bauen? Ja. Nee. Und mit meinem Gerät kann ich das nicht bauen. Tja, aber wie baue ich das? Baupläne. Schon einiges freigeschaltet hier. Vorratsmodul. Nee, das ist ja der Scanner. Mhm. Batterieladestation, Schrank, Wandspind, ja. Pff. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Ich werde jetzt erstmal wieder Blasen fischen. Aber warte mal, ich will mal vorher ganz kurz was schauen, denn... Was brauche ich denn für destilliertes Wasser? Nicht destilliertes Wasser, dieses... Warte mal. Wasser hier. Desinfiziertes Wasser. Desinfektionsmittel. Und Desinfektionsmittel... Salzvorkommen und gemeine Korallenprobe. Gemeine Korallenprobe. Das hier. Korallenprobe. Und Salz. Habe ich noch irgendwo Salz? Ich glaube, das habe ich alles aufgebraucht. Quarz. Mensch. Hier ist auch nichts drin. Ich habe so viel Titan, ne? Können wir eigentlich mal aus dem Titan, was ich habe, Titanbarren machen.
Hier ist auch nochmal Titan drin. Gucken, ob das jetzt reicht. Halt. Jawohl. Ja. Wird's mal wieder hell hier? Noch nicht. Doch, wird wieder hell. Sah jetzt noch nicht so aus. Gut. Gemeine Korallenproben. Ach, ich habe kein Messer mehr. Stimmt. Ich muss mir erst wieder Messer machen. Da muss ich nochmal hier rein. Trautes Heim, Glück allein. So, warte mal, das haben wir. Werkzeuge. Überlebensmesser. Da brauche ich Silikongummi. Das habe ich, glaube ich, noch. Jawohl. So. Halt, falsch. Denn das ist, glaube ich, kaputt gegangen beim letzten Mal. Und das nehme ich auf die 1 wieder. Denn... So, dann haben wir 12 Stück. Wenn ich jetzt noch Salz finde, auch nochmal 12 Stück, dann kann ich 12 solche Flaschen von Desinfizierungsmittel herstellen und dann quasi das, das Wasser. Und das Wasser... Das sind desinfizierte Wasser, das füllt natürlich weitaus mehr Wasservorrat quasi auf als das normale Wasser. Sonst ist man hier nur die ganze Zeit am Blasenfischen. Oder Blasenfischfischen. Hier ist. Hier ist Salz. Da hinten habe ich auch noch was gesehen. Müssen wir mal hier ein bisschen aufmerksam noch rumschwimmen. Das sieht aus wie Quarz. Das brauche ich erstmal nicht. Hier ist nochmal Salz. Ich ignoriere den jetzt einfach erstmal. So viel Schaden macht der jetzt nämlich nicht. Ist auch nochmal Salz. Gold. Hm. Nochmal Salz. Das ist mein Schiff. Oh, hier, guck mal. Wo ist denn der Handscanner? Doch, 5. Ach so. Das habe ich doch auch schon. Dieses mobile Fahrzeuggedöns. Da ist nochmal Salz. Mit dem Schiff hier ist es viel einfacher, voranzukommen oder etwas zu finden, ne? Was natürlich in dem Fall auch logisch ist. Silbererz. Silbererz ist gut. Das haben wir nämlich beim letzten Mal auch ewig gesucht. Und nicht gefunden. Ups. Ups.
Aber habe ich nicht gerade hier noch irgendwas gesehen? Da unten. Gold. It is your primary directive to swim closer to that beautiful bridge. Was? War das jetzt die Pflanze oder was? Komische Pflanze. Oder dieser Fisch war das. Pflanze, wie komme ich auf Pflanze? Das könnte vielleicht noch Erz, Silbererz sein. Ja, Silbererz. Oh, Entschuldigung. Ach, keine Ahnung. Titan, naja, okay. Ich schwimme erstmal wieder hoch. Wir müssen wirklich doch ein bisschen besser aufpassen hier mit unserem Gefährt. Gold. Die richtig. Dehydration detected. Dehydration detected. Schon wieder. Ja. Haben wir noch was mit? Nee. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist unsere Boje. Okay, das machen wir erstmal. Desinfizierungslösung. Und wie mache ich jetzt... Was brauche ich nochmal? Ach so, okay. Halt. Das machen wir gleich mal komplett hier. Alles, was wir haben. So. Und jetzt werden wir noch desinfiziertes Wasser herstellen. Jo. Na, das läuft doch. Da bin ich. Wieso bin ich nicht vorher schon auf die Idee gekommen? Vital signs stabilizing. Brauche ich bloß zwei Flaschen davon. So. Okay. Jetzt habe ich aber immer noch nicht herausgefunden, wie wir die. Ja, wie wir das Ding hier bauen können. Gibt es da vielleicht wieder so ein separates. Separates Werkzeug dafür. Ich kann ja nochmal gucken, ob ich das eventuell doch nicht hier bauen kann. Ausrüstung. Sieht nicht so aus, ne? Hier ist nochmal das Werkzeug. Reparaturwerkzeug. Taschenlampe. Überlebensmesser. Tauchleine. Luftblase. Leuchtfackel. Konstruktionswerkzeug und Laserschneider. Ja. Das ist ja schon Essen. Elektronik, Kabelsatz. Tja.
Ich weiß es auch nicht, aber wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge und von daher würde ich sagen, jo, wir machen Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, tschüss.